Mein Großvater war Kurt Messerschmidt. 1911, 1912 erbaute er nach eigenen Entwürfen dieses Haus hier in der Gavinostraße 20. Mein Vater, Hans-Peter Messerschmidt, wurde in diesem Haus am 8. Mai 1919 geboren. In dieser Wohnung feierte er seine Bar Mitzwa, seine Einsegnung. Auch einige Mieter feierten damals mit, unter anderem die Familie Reich aus dem Erdgeschoss. Jack Weil, ein Enkel der Familie, kommt öfters aus Amsterdam hierher. Hier in der Gavinostraße 20a wohnte meine Mutter von 1920 bis 1931 mit ihrem Bruder Manfred, 3 Jahre jünger, Mutter Hertha und Vater Benno. Dort wohnte auch das Ehepaar Messerschmidt mit ihrem Sohn Hans-Peter. Nicht nur die Eltern sind miteinander verbunden, auch die Kinder Hans-Peter, Manfred und Ruth spielen zusammen. Ruth entwickelt sich zu einer sportlichen jungen Frau, die für ihr Leben gern Sportlehrerin werden will. Da es für sie 1933 fast unmöglich geworden war, entscheidet sie sich für einen Job bei der Ivrea Bank, bei der sie bis zu ihrer Ehe 1937 tätig bleibt. Die Wolken ziehen sich in den 30er Jahren über die deutsch-jüdische Bevölkerung zusammen und es kommt noch vor der Kristallnacht zu einem ersten Ausbruch, der Polenaktion. 17.000 Juden polnischer Herkunft, also auch die Reich, fallen hier zum Opfer. So landete die ganze Familie Reich in Szczebałcin, das damals noch Bentschen hieß und kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze lag. Ihr letztes Lebenszeichen stammt aus Krakau, ungefähr Mitte des Jahres 1940. Ihr weiteres Schicksal kann nicht mehr nachvollzogen werden. 1974 finden sich 2 Überlebenden aus der Gavinostraße wieder. Viele andere Bewohner haben nicht überlebt. 1939 wurde die Gavinostraße ein sogenanntes Judenhaus. Das hieß, aus anderen Häusern wurden Juden vertrieben und hier in die Gavinostraße eingewiesen und dann deportiert. Ein Beispiel für diese Zeit ist diese Wohnung hier im 3. Stock links. Im Jahre 1939 kam meine Großtante Anna Gutmann hier für 3 Jahre unter. Bis zu ihrer Deportation nach Riga teilte sie sich diese Wohnung hier mit 2 weiteren Frauen. Danach zog ein Charlottenburger älterer Arzt hier ein. Ich heiße Eva Kämmerer. Mein Urgroßvater war Dr. Moritz Steiner. Mit seiner zweiten Ehefrau Elfriede lebte er von Februar bis Oktober 1942 in der Wohnung, vor der Sie heute stehen. Ich hatte zusammen mit meinem Mann, der heute auch hier ist, vor Jahren vor diesem Haus gestanden, mit sehr gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Denn mein Urgroßvater und seine zweite Frau Elfriede, geborene Bergmann, sind nicht freiwillig hierher gekommen. Mein Urgroßvater Moritz Steiner lebte nur kurz in der Gavinusstraße bis zum 3. Oktober 1942, dem Tag seiner Deportation nach Theresienstadt. Das war der sogenannte dritte große Alterstransport, der vom Bahnhof Grunewald nach Theresienstadt ging. Er war schon alt, er war schon Ende 50, als er als Offizier am Ersten Weltkrieg teilnahm in Belgien. Dafür bekam er im Jahr 1935 eine Auszeichnung vom Führer und Reichskanzler und ihm wurde das Ehrenkreuz verliehen. 7 Jahre später wurde er dann deportiert. Auch ein weiterer älterer Herr, Samuel Jacobi, starb in Theresienstadt. Seine Familie wohnte hier in der 2. Etage rechts. 2 seiner Enkeltöchter leben noch heute in England. Hinter dieser Tür wohnte meine Mutter Lotte Moos. My mother, Lottie, was a wild child, the third daughter of a respectable Jewish bourgeois couple, Samuel and Louise Jacobi. Meine Mutter Lotte war ein wildes Kind, die dritte Tochter angesehener bürgerlich-jüdischer Eheleute von Samuel und Louise Jacobi.
Als Lotte dieses Haus verließ, war sie noch sehr jung. Lotte riss mit knapp 6 Jahren von zu Hause aus, um eine Lehre als Portrait-Fotografin zu machen. So wurde sie Mitglied der Agitprop-Gruppe Rottes Sprachrohr, die der KPD nahestand. Die Gruppe, in der sie Siki traf. Siki war ein aktiver Antinazi und tauchte in der Nacht des Reichstagbrandes in den Untergrund ab. Lotte und Siki entkamen beide nach Großbritannien. Aber ihre Lieben, insbesondere ihre Eltern und eine ihrer Schwestern, musste Lotte in Deutschland zurücklassen. Sie haben nicht überlebt. Und sie kehrten nie wieder hier zurück, um an diese Tür zu klopfen oder zu klingen. Ich heiße Ruth Parker. Bis zu meinem 10. Lebensjahr habe ich in dieser Wohnung gewohnt. Mein Großvater Samuel Jacobi, meine Großmutter Luise und meine Tante Käthe haben mich hier liebevoll behütet. Nach der Kristallnacht, in der sie meine Schule niederbrannten, hatte ich das große Glück, auf einem Kindertransport zu entkommen. Das war im Januar 1939. A very lucky kind in so many ways, to have had the fortune through my Aunt Katie to escape on the Kindertransport to England, where I received a warm welcome. And apart from the first few months, was never alone, as Marilyn's parents were always there for me. So much to be grateful for. I wish you all the long life, peace and happiness denied to so many others. Gute Nacht. Im Jahre 1942 waren bereits einige jüdische Bewohner aus diesem Hause geflohen oder in die Deportationslager verschleppt worden. Mein Vater war damals Zwangsarbeiter und arbeitete als Maurer in letzten noch geöffneten Einrichtungen der jüdischen Gemeinde. Mit Anfang 20 lernte er seine erste Frau, die jüdische Säuglingsschwester Ilse Moses, kennen. Sie heirateten im September 1942, weil beide dachten, dann etwas geschützter zu sein. 6 Monate später wurden sie mit meinen Großeltern gemeinsam deportiert. Aus meiner Familie überlebte nur mein Vater Hans-Peter das Dritte Reich. 6 Jahre nach seiner Rückkehr 1951 erkämpfte er sich das Haus meines Großvaters Kurt vor Gericht zurück. Noch heute treffen sich Mieter und Nachkommen aus aller Welt und meine Familie hier vor Ort und erinnern an die Lebensgeschichten der früheren Bewohner. Wir möchten nicht, dass irgendjemand hier vergessen wird.